Hallo und willkommen zu meinem neuen Marx Flohmarkt. So, und jetzt habe ich gerade Pech gehabt, es fängt an zu regnen. Aber was soll's, wir lösen einfach mal den letzten Flohmarkt auf. Und zwar bekommt das Schnurlostelefon Philipp Miller. Du bekommst also das Schnurlostelefon und du hast jetzt exakt 7 Tage Zeit, dich mit mir in Verbindung zu setzen und mir eine gültige deutsche Postadresse mitzuteilen, sodass ich dir schnellstmöglich dieses Telefon zusenden kann. Noch ein wichtiger Hinweis, ich habe schon im letzten Flohmarkt darauf hingewiesen, bei diesem Telefon muss unbedingt der Akku ausgetauscht werden. Diese gibt es aber günstig auf eBay oder anderen Plattformen zum Erwerben. So, heute habe ich auch wieder was Schönes für euch. Und zwar habe ich was ausrangiert, was mir auch schon mal ein YouTuber zur Verfügung gestellt hat oder geschenkt hat. Und zwar habe ich einen Lüfter, einen PS2-Lüfter ist es, glaube ich. Das ist ein Lüfter, den man unter Geräte stellen kann, wie zum Beispiel eine PlayStation, um sie zu kühlen. Hierbei handelt es sich um eine Art durchsichtigen Lüfter. Dieser Lüfter kann auch beleuchtet werden. Die ungefähren Maße dieses Systems liegen bei 30 cm mal 30 cm und eine Höhe von ungefähr 4,5 cm. Das System kann natürlich auch mit einer Fernbedienung gesteuert werden und somit könnt ihr euren Lüfter ansteuern und könnt ihn auch noch ein bisschen stylisch beleuchten. Ich hatte ihn genutzt, um meine Nasslaufwerke zu kühlen, allerdings benötige ich ihn im Moment nicht mehr und aus diesem Grund verschenke ich ihn heute. Noch ein wichtiger Hinweis, das hier ist natürlich eine Verschenkungsaktion und kein Gewinnspiel. Wer aber hier trotzdem mitmachen möchte, schaut bitte mal kurz unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einige kleine Hinweise von mir. Lest diese bitte genau durch. Ich bin verpflichtet, diese unten einzustellen. Nur wer damit einverstanden ist oder hier diesen Bedingungen entspricht, darf hier mitmachen. Wenn ihr also diesen Bedingungen entspricht und mitmachen wollt, schreibt mir einfach unten in die Kommentarbox einen Kommentar und gebt mir einfach Bescheid, wofür ihr dieses System braucht. So, damit bin ich auch wieder im Großen und Ganzen am Ende meines Flohmarkts angelangt. Noch ein wichtiger Hinweis, diese ganze Geschichte hat natürlich auch einen Einsendeschluss. Diesen findet ihr hier oben in der Ecke. So, ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.